Herzlich willkommen zum Pressegespräch. Ich begrüße zu meiner Linken den Trainer von VSG Klinike, Benjamin Ulbrich, und zur Rechten Uwe Lehmann, unseren Trainer. Endstand 3:0, 172 Zahlen Zuschauer. Wie immer bitten wir die Trainer vorweg jeweils um ein Statement und fangen dann mit unserem Gast an. Danke. Erstmal Glückwunsch, wie ich immer gehört, an den Sieger, 47. Dazu erstmal Glückwunsch. Kurzes Statement, können wir eigentlich aus unserer Sicht ziemlich kurz fassen. 47 hat bewiesen, warum sie diese lange Serie jetzt unter Niederlage bestritten haben. So sehen wir das. Sie waren in den entscheidenden Spielmomenten einfach wacher, geiler auf den Sieg, vielleicht auch ein bisschen aggressiver. Und das ist das, womit wir uns befassen müssen, warum das bei uns in den letzten Wochen oftmals nicht so ist. Ich möchte unserer Mannschaft nicht den Willen absprechen, aber ich möchte ihr in den spielentscheidenden Situationen vielleicht ein Stück weit Männerfußball absprechen. Weil wir haben gesehen, wenn ich das 1:0 sehe, wir waren eigentlich ganz gut im Spiel, wie ich finde. Wir hatten gerade so ein leichtes Übergewicht gewonnen und wenn man dann so einen Konter frisst, wo vielleicht ein Schnelligkeitsvorteil da war von Götze, der ist auch in Ordnung, aber wie man es dann danach verteidigt, das ist schon ja, dann ein Stück weit traurig, dass man dann wieder so in Rückstand gerät. Gut, mit dem zweiten Tor, kurz vor der Halbzeit noch, was sehr gut rausgespielt war, war ja für uns dann im Prinzip schon wieder der Rücken zur Wand. Wir haben dann zweite Halbzeit nochmal probiert mit Kroll, den wir direkt gebracht haben, der aber auch im Prinzip frisch aus dem Urlaub kam. Bisschen mehr Offensivpower reinzukriegen. Im Endeffekt haben wir nicht geschafft, den Druck so hoch zu halten oder zu aufzubauen, dass wir klare Torchancen spielen. Und insofern war dann der dritte mit dem Kopfschlusspfiff dann die logische Konsequenz. Insofern Glückwunsch an 47, sie waren vielleicht einfach ein Stück weit reifer. Und man sieht auch, dass sie als Gemeinschaft vielleicht ein bisschen mehr wussten, was sie heute wollten. Und das ist das, was wir uns fragen müssen, warum das bei uns ja nicht so war. Dankeschön. Vielen Dank. Jetzt bitte unser Trainer. Ja, vielen Dank erstmal an die Glückwünsche. Ich denke, am Ende auch ein verdienter Sieg, vor allen Dingen aufgrund der ersten Halbzeit, mit der wir sehr, sehr zufrieden sind, auch mit beiden Toren, die vor allem beim zweiten wirklich sehr, sehr ordentlich herausgespielt worden sind. Und ja, wir sind sehr glücklich, nach langer, langer Zeit auch mal gegen ein wenig ja, zu gewinnen, muss man auch so deutlich sagen. Ist uns, ich glaube, wenn ich richtig mich soll, in den letzten 4 oder 5 Jahren noch nie gelungen. Immer auch schwierig, denn ein wenig verfügt auch immer individuelle Qualität, wo man ja, immer auf der Hut sein muss. Wir sind mit der zweiten Halbzeit überhaupt nicht zufrieden, vor allen Dingen auch nicht, wie wir die Konter am Ende ausspielen, haben dadurch auch zweite Halbzeit relativ offen noch, ein offenes Spiel und ja, gibt uns die Möglichkeit, auch immer den Jungs weiter auf die Nerven zu gehen mit Sachen, die man besser machen kann, sind aber trotzdem sehr, sehr froh, heute gewonnen zu haben und ja, mehr ist nämlich nicht zu sagen. Dankeschön. Gibt es Fragen? Alles klar. Keine weiteren Fragen, dann noch ein Ergebnis aus dem anderen Spiel. Altwilersdorf hat das Spiel gedreht, nach 0:1 Rückstand zur Halbzeit und 2:1 gewonnen in Waltersdorf. Dann, wie gesagt, bedanke ich mich recht herzlich bei meinen Trainern, bei den Zuschauern, bei den Pressevertretern. Wünsche Ihnen noch einen schönen Samstag und natürlich auch noch einen schönen Sonntag. Dankeschön.